Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Mit mir, der Wingmann, beim letzten Mal. Peinlich, peinlich, mit dem Blue Baby und The Lost. Was ich heute, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Maus gucken, wo die ist. Was ich heute gerne machen würde, wäre, weil wir Isaac eh nochmal machen müssen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen ruhiger machen, finde ich. Deswegen Isaac. So machen wir's. Curse of the Labyrinth. Ich gehe erstmal die mehr oder weniger sicheren. Wow. Wege. So, okay. Come on, come on, come on. Und so. Okay, so, komm schon. Und zack und zack. Okay, wir bleiben weiter auf dem Kurs. Okay, dass es hier ein X11-Floor ist, ist diesmal tatsächlich gut, weil wir haben ja den D6. Dieses wundersame Ding. Let's... Pyromaniac hat so viel Potenzial. Holies. Schwer zu sagen. Ich würde am liebsten das andere erst sehen, was das ist, ob es eben passt. Aber dafür muss ich erstmal einen anderen Treasure Room finden. So, Wunder, wunder, wunderbar. Ich habe halt schon so ein bisschen. Ja, ist halt großer. Hier ist nichts. Großer Floor. Da muss man sich das mit den Wegen gut einteilen. Damit man den D6 wieder aufladen kann. Was ja immer ein Hauptaugenmerk ist. So, alles gut. Ich habe nur gerade. Wow. Oh, okay. Okay. Das lief wie geschmiert. Ah, damn you. Sucker. Oh oh. Ach fuck, ich hab den doch vorher schon getroffen, oder? Sorry. Ich hätte schwören können. Jetzt spawnt er schon zwei auf einmal. Was ist das denn? Ja, jetzt hatten wir noch gar keins. Oh, wenn man davon spricht, das ist schön. Ach, shoot. So, ah, fuck off. So. Komm. Komm. Okay. Okay, alles cool. Los, geh ins Licht. Ich meine damit noch nicht mal unbedingt das Feuer. The Left Hand. Ein aggressiver Typ. Ah, fuck off! Ich bin noch extra ausgewichen. Ich rerolle, damit ich nachher eventuell nochmal rerollen kann. Das ist der einzige wahre Grund. Und dann lasst uns mal sehen. Mongo!
Mongo, 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 dann gehen wir mal. Sag mal da lang, ja, komm. So. Wow, das war tatsächlich knapp. Haben wir damit was getroffen? Mongo, Mongo. Mongo. Zum Mongo Baby würde ich niemals nein sagen. Shoot. Okay. Au, oh, scheiße. So. Bam. Hier ist nix. Ha, du Loser. Okay. Okay. Geh mir runter. Okay. So. Great. Der Super Meat Boy Super Fan. Das ist cool, weil jetzt sind wir, glaube ich, schneller, haben eine höhere Schussrate und so weiter. Da sind viele Sachen, fließen da, glaube ich, mit ein. Oh, schon wieder so ein Raum. Halt aus den vorigen Runs, ist immer noch dieselbe Session. Ups. Und zack. Und ich meine, wir sind vielleicht auch was stärker. Und haben das Mongo Baby dabei. Und das Mongo Baby ist ja ein echt cooles Baby. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es kann. Ich habe immer nur Vermutungen. Aber allein die Tatsache, dass es das Mongo Baby ist, ist schon. Mongo, Mongo, Mongolei. Okidok. So. So. Wunderbar. Sloth. So. Bob's Rotten Head. Würde ich im Endeffekt wohl gerne rerollen. Kann's aber jetzt so nicht. Der Secret Room könnte hier sein. Yes! Perfekt eigentlich. So. An die Bombe komme ich nicht ran. Eine Runde pinnen. Okay. Ah, damn it. Wah! Okay, das erste war doof, das zweite war einfach nur arschknapp. Okay, Ende. Growth Hormones, klar hol ich die mit. Blighted Ovum ist super ätzend. Oh, nicht mit mir, Arschloch.
Die Panties behalte ich mal. Dann holen wir den mit. Dann holen wir Mom's Underwear. Und gehen rerollen. Jo. So, dann machen wir das. So. Okay. Was kommt dabei raus? Ja. Es ist was ganz Eigenes. Also, für die, die das noch nicht kennen, unser Kopf sondert immer noch Tränen ab. Aber wenn der Kopf angegriffen wird, ist es kein Problem, nur der Körper bekommt Schaden. Und der Kopf fungiert als Orbital und kann somit, so Sachen kann er nicht einsammeln, was ich eigentlich voll schade finde. Aber er kommt halt nicht so weit. Und er wehrt halt Schüsse ab. Das ist ganz interessant. Das Doofe ist, es ist für mich halt schwerer zu zielen. Und einiges konfuser. Ja. Ja. Um einiges. So. Ja, dann weiter. Ein weiterer Curse, diesmal der Curse of Darkness. Müssen halt jetzt auch wirklich aufpassen, unser Kopf schießt. Deswegen ist eigentlich ganz gut, dass wir das Mongo Baby haben, weil das steht ja dann immer hinter uns. Da kann ich halt eher mit zielen dann. Oh fuck, ich sehe einen Scheiß. Ja, das ist, wie gesagt, es ist super verwirrend halt, dass der Kopf keinen Schaden mehr bekommt, sondern normal ist der Kopf halt immer das, worauf man achtet. Und jetzt ist es eben der Körper, auf den man achten soll, und der Körper ist einfach so winzig. Es ist ne. Also es ist eine, ist ganz witzig, weil wir halt auch den Kopf als Orbital haben. Aber dann laufe ich gegen Schluchten, weil ich denke, ich komme vorbei und so Sachen, also ach, scheiße. Jo. So ist es halt. Ugh, diese scheiß weiße Fliege. So. Dann machen wir hier auf und zack. Und dann holen wir uns die zwei Bomben und die Pille. Die Pille ist Health Up. Das ist in Ordnung. Dann machen wir die weiße Fliege weg, weil ich weiße Fliegen nicht mag. Okay, da ist der Schlingel. Und da sind die weiteren Schlingel. Oh. Fuck. Es ist so komisch, auf den Körper plötzlich zu achten. Das ist... Das ahnt ihr nicht. Ja, ich... Lauf echt gegen alles und... Ugh. Man gewöhnt sich dran, aber... Es ist eine Umstellung. Um einiges. Um einiges. Jo. Tears down, brauche ich nicht zweimal. So. Komm schon. Komm schon. Perfekt. Und schon wieder habe ich auf den Kopf geguckt. Der Kopf ist halt so groß. Da guckt man automatisch hin. Das kann man mir auch nicht anders. Ach komm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Wir haben hier Book of Secrets. Dann verrat mir mal deine Geheimnisse, du Schlampe. Ja, wir wissen halt jetzt, da ist sogar eine Bibliothek. Die Bibliothek wäre ganz interessant, glaube ich.
Aber ich habe hier mal noch was Besseres als das Book of Secrets. Und kann eventuell auch. Ah ja, und ich weiß halt, wo der Bossraum ist. Und wow, okay. Ich dachte, es wäre um mich geschehen, aber es ist in Ordnung. So. Dann haben wir hier. Bullshit. Dann haben wir hier. Guppy's Paw. Kann man mal einsetzen. Ich möchte den. Die Six. Oh, was mache ich denn hier? Den die Six aufladen. Wow, wow. Ach, komm schon. Oh. Raus. Okay. Gertie. Wenn ich das richtig sehe, Spawner Gertie. Ich könnte auch falsch liegen. Oh, es ist unglaublich schwer. Okay. So. Und das war's. Nice. Screw, Tears und Shot Speed up. Jo, das ist in Ordnung. Ich krieg's nicht mehr aufgeladen, oder? Nee, ich glaube nicht. Schade. Wirklich, wirklich, wirklich schade. Ich hab noch eine Chance, aber die ist doof. Und hier. Dann geht's auch schon los. Ich würde nämlich. Ja, jetzt. Ich will sogar die Box von Pandora irgendwie rerollen. Aber zum Beispiel Guppy's Paw würde ich sehr gerne rerollen. Und kann ich jetzt einfach nicht. Außer. Eine Chance habe ich noch. Eine Chance hätte ich noch. Zuerst benutze ich die Pandoras Box. Oh yes. Nice. Gegen Rotten Meat habe ich nichts einzuwenden. Als nächstes gehe ich hier rein. Das ist nicht cool. Necronomicon und How to Jump ist jetzt wirklich nicht das, was ich gebraucht habe. Okay, Plan B. Das war nicht ganz das, worauf ich gewartet habe. Plan C ist der wahrscheinlich aufwendigste von allen. Eine fünfte Münze tatsächlich gefunden, das ist schön. Eine Batterie kaufen. Jetzt ist halt die Frage, ist eine Batterie im Angebot oder was weiß ich. Ne? Das ist halt doof. Ja, ist sie. Das ist geil. Und durch die Batterie können wir jetzt in den. Ich gehe in den Secret Room, weil ich möchte ja kein Buch haben. Haben wir Mr. Mega. Dank Mr. Mega haben wir auch gleichzeitig 5 Bomben. Das ist. Ja, sagen wir es mal so, es passt zum Spelunker-Helm. Weil jetzt macht das Sehen von
Secret Rooms mehr Sinn. Okay, dann sind wir jetzt in Depths, ne, nicht Depths, in Catacombs. Okay, Catacombs 2. Sorry. So, und dann machen wir dich kaputt. Huch. Nichts hier. Dann gehen wir hier hoch. Bullshit. So. Und weiter. Das ist auch schön und gut. Weiter. Die kann ich für mich nutzen. Wenn sie schießen würden. Komm, schieß doch. Na, fuck. Okay, kommt hier runter. Jetzt hier hoch und bitte schieß doch. Es ist echt nicht wahr. Yes, geht doch. Geht doch. So, was ist das hier für eine Pille? Tier ist ab, das ist gut. Und wir gehen wieder. Ja. Das ist doof. Aber wir füllen damit langsam unseren D6 auf. Und das ist es mir im Endeffekt doch wert. Ich hätte den Raum mir dann vielleicht aufheben sollen für Schwerter. Aber ich wusste ja auch nicht, dass das da drin ist, dass da zwei Spinnen drin sind. Kann ich ja nicht wissen, woher auch. Okay. Du bist lost in Seattle, dann helf mir dir. So. Gut. Und das Robo-Baby würde ich am liebsten gar nicht erst rerollen. Wird geholt. Das Robo-Baby ist stark. Damit kann man arbeiten. Gucken wir mal. Vielleicht kriegt man hier im Raum was Schönes. Ah! Das Mongo-Baby reagiert auf das Robo-Baby und schießt jetzt auch mit Laser. Wie geil ist das bitte? Ich finde das genial. Wawa wiwa. Okay. Ah, damn it. Nech. Okidok. Nope. Yes. 9 Münzen ist ja mäßig. The Husk ist jetzt wow, nicht das Problem. Der kleine Scheißer gerade. Wow. Okay. Okay. Moms Heals Range Up. Soll ich mal ganz kurz gucken. Jo, damit kann man arbeiten, ne? So, jetzt ist hier oben.
So. Okidoki. Dann gehen wir. Dank der Paw, ich weiß gerade nicht mehr. Dank unserem Trinket kommen ja öfter jetzt rote Kisten. Mit öfter, ja, eigentlich ständig. Wow, 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 wow. Ach, Mann. Okidok. Schade eigentlich, dass da jetzt so viel Dreck drin war. Und ja, voll erwischt. Oh, da ist einer nah dran. Nicht so gut gelaufen. Es klappt besser. Okay, dann gehen wir hier durch. Und so. Wir überleben irgendwie. Shoot. Okay. Auch ein Problem ist halt, man zieht ja mit dem Kopf. Der Kopf soll ja auf die Gegner gucken und dann lässt man den Körper aus dem Auge. Und ja, es ist wirklich komisch. D20. Reroll the basics. Kleinen, stimmt, ja. Ja, ich hab's. Wird aber von uns gerollt. Die 20 bin ich nicht wirklich ein Fan von. Jeder liebt den D6, keiner mag den D20. Shop ist schön und gut, aber nein, danke. Okay, so. Wir müssen aber erst uns aufladen. Und ja, erwischt. Ah, das sieht aber nicht gut aus. Also wie ich spiele mit der Guillotine. Das sieht nicht gut aus. Ich baue hier einen Fehler nach dem anderen rein. Mensch, schade. Vielleicht fange ich mich noch. Das wäre ganz schön. Notiz an mich selbst. Fang dich, Alter, sonst klatscht es. Und dann haben wir hier Libra. You feel balanced. Und ich weiß jetzt, was es macht. Ich habe jetzt 16 Münzen plötzlich, 12 Bomben und 13 Schlüssel. Danke, Libra. Kann somit... Ach, fuck off. Fuck off. Mensch. Da hat's Boom gemacht und jetzt haben wir 29 Münzen, was ja auch ganz nett ist. Also im nächsten Floor wird der Shop besucht und aufgekauft, zum größten Teil. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Ach, Gögling. Wir sind wirklich stark, wenn ich das mal sagen darf. Das ist ein positiver Aspekt, den wir momentan erfahren. Wir sind super stark. Dann weichen wir doch mal aus, ha? Huh? Gut. Gut, 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 gut. Es die. Ah, fuck, fuck! Ech! Oh, wow, 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 Gut!
das irgendwie hinbekommen. Schön. So. Bam. Noch mehr Geld. Das ist ganz geil, weil da war ja auch ein Judgment. Ein Bettler. Und an den können wir uns dann eigentlich auch mal halten. So in nächster Zeit. Jo. Das wäre doch ganz geil. Aua. Ja, dann gehen wir zum Bettler. Gucken, was der auf Lager hat. Wo war der denn? Der war doch... War der nicht hier? Wird er nicht auf der Karte angezeigt? Nö, anscheinend nicht. Oh. Weil das könnten wir natürlich auch rerollen, je nachdem, wenn es, ob es uns gefällt oder nicht. Da kann ja auch viel Scheiße bei rumkommen. Eigentlich wollte ich unter... ich wollte eigentlich unter 30 Münzen. Also, und, mit 30 Münzen hier rausgehen und nicht, oh ja, aber es gefällt mir nicht. Charm of the Vampire. Auch nicht so viel besser. Aber besser, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ah. Hier gibt es. Necropolis. The Adversary. So. The Adversary gefällt mir nicht. Ach. Ja, wie soll ich denn sonst noch ausweichen? Ah, jetzt hat's geklappt, oder was? Ja, komm, fick dich. Squeezy? Ja, wieder kein, kein Dingsbums. Devil Room. Schade. Schade, hehehe. So hohl. Ja, ich renne da einfach mal drüber. Oh, Mann, no. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder Kopf und Körper vertauscht. Das ist wirklich schwerer als... Ja, hier. Ist schwerer als ihr denkt. Zu Squeezy. Squeezy ist gut. Reroll wäre aber auch nicht so verkehrt. Und jetzt gucke ich mal, was wir hier oben drin haben. Und... Pillen. Bad Trip. Bad Trip. Wieso hat mir das jetzt nichts abgezogen? Bad Trip, was ist das denn? Tears down. Wieso hat mir Bad Trip jetzt einmal nichts abgezogen und dann anderes Mal dann doch wieder was? Das ist kacke. Ich wollte jetzt, ja, jetzt kann ich da schon nicht mehr rein. Ich wollte jetzt mir hier volles Leben machen. Bullshit. I call bullshit on that. I call massive bullshit on that. Wir konnten unseren D6 nicht auffüllen. Das heißt, Squeezy wird geholt. Und das ist wahrscheinlich auch klüger. Da wir sonst... Oh, komm. Im Sterben liegen. So. Und dann haben wir hier. Und dann... So. Und dann machen wir uns. Das ist doch wunderbar. Curse of the Lost. Das ist Bullshit.
Zum Glück haben wir Charm of the Vampire aufgehoben. Das lohnt sich jetzt im Moment schon so ein bisschen. So, Polycephalus. So. Okay. Auch den haben wir erwischt. Jetzt kann ich wieder nicht mit dem D6 planen, weil wir die Map nicht sehen. Ätzend. Das sind diese kleinen Sachen, die einen dann einfach nur so. Blech. Ja, genau das. Blech. Okay, aber schaut mal, was wir gefunden haben. Theoretisch können wir zweimal rerollen. Wir haben genug. Horn of the Unicorn. My little Unicorn. Das wird tatsächlich gerollt. Und dann haben wir hier die Common Cold. Poison Damage. Das finde ich ganz geil. Ja, genau. Mein Körper, ich sehe den nicht. Ich sehe meinen eigenen Körper nicht. Aber das ist nicht so tragisch anscheinend. Wir haben es irgendwie geschafft. Auf die habe ich jetzt schon keinen Bock. Okay. Ja, dann suchen wir, ups, den Shop. Das ist nicht der Shop. So. Boom und Boom und kaputt. Das ist auch nicht der Shop. Aber Guppy's Tail ist in Ordnung. Wir kommen immer näher dran, Guppy zu bekommen. Uns fehlt, glaube ich, noch ein Guppy-Item. Weil wir ja auch Guppy's Paw mal hatten. So. Und das ist kein Guppy-Item. Und auch kein Shop. Und kein gar nichts. Upsa. So. Das ist Bullshit. So irgendwie. Ich. Oh. Oh. Schön. Schön, schön, Oh. Das mit dem Körper macht mich so kirre. Okay, eine Karte. Eine Karte ist in Ordnung. Karte hole ich mit. Brauche auch nichts zu rerollen. Für gegen Mom. Ansonsten bin ich gut. Und zahle das, was ich in den letzten Runs alles hier rausgebombt habe, nochmal rein. Und wir sind zum zweiten Mal auf 500. Ugh, okay. Jetzt irgendwie, was haben wir hier? Der High Priestress. Dann, ja. Holen wir uns Mutter. So. Ba, ba, ba.
Okay. Nicht mit mir, blöde Kuh. Tja. Okay, was haben wir hier? Die Bibel. Wow, die Bibel. Die wollte ich schon immer mal haben. Und tschüss. Hallo, die Six. Und dann haben wir hier The Dove. Und auch ohne Gabi können wir nun fliegen. Und was sehen, wie sehen wir denn aus? The Polaroid. Und ab geht's mit uns. So, dann sind wir jetzt im Womb. Und ja, das ich frag mich halt jetzt mit dem Fliegen ist es auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall einen kleinen Vorteil jetzt. Das macht schon einen riesen Unterschied. Wir haben ja die Karte auch jetzt. Okay. Theoretisch hätten wir auch, da war ja eine, ich meine sogar zwei, Dingsbums, zwei Batterien, und da hätten wir theoretisch auch eine holen können, aber dafür bin ich zu faul, ja. Okay, dann machen wir uns... Okay. Ah, wir können ja fliegen. Ich bin so ein Idiot. Fliegen und Spectral Tears. Das ist der Traum. Was ist das? Das ist Bullshit. Das hat uns ja ganz zurückgeworfen jetzt. Das hat uns zurückgeworfen. Ich mag es nicht, wenn man uns zurückwirft. Jetzt können wir den ganzen Weg normal gehen. Ja, auf jeden Fall die Guillotine und Fliegen ist, das negiert das Schlimme so ein bisschen. Ah, da wird man gleich ein bisschen glücklicher. So, wunderbar. Geld kannst du ruhig mitnehmen. Wunderbärchen. So, dann... The High Priestess. Ich will kein Geld ausgeben. Polycephalus. Oder Polycephalus. Ich weiß es nicht. Okidok. Dann haben wir hier Goathead. Mein Freund und Helfer. Wow. So, zum Glück können wir fliegen, ne? So, und dann machen wir hier den so und dann der war ein Champion, ne? Ich glaube. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz. Einmal straight down. Nope. Und weiter geht's mit uns. Okay, dann haben wir hier noch zwei Soul Hearts. Ja, damit kann man arbeiten. Und zack und zack und fuck. Perfekt. Gut, weiter geht's. Loki 2. Bop. So, dann ist einer mal weg und dann ist der andere
auch dort. Dann holen wir uns Moms Lipstick mal mit. Weil, wieso nicht? Und ich bin enttäuscht. Ich hätte mir das Ghost Baby eventuell mitholen können. Eventuell, habe ich gesagt. Hab's ja jetzt im Endeffekt nicht gemacht. So. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen ja nur Moms, es könnte überall sein. Ich gehe mal von links aus. Ja, ich würde ja gern hier mehr draus machen. Aber man nervt das hier. So, wo bin ich? Egal. Ich muss ja einfach nur eine Bombe setzen. Die sind stark genug. Bam. Und dann haben wir hier noch mehr Geld. Es könnte Schöneres geben. Aber es ist schon nicht schlecht. So. Einfach nein. Einfach nein. Ich snipe. Von hier unten. Ich treffe euch. Euch alle. Meine Nase juckt. Das haben wir auch geklärt. Schön. So. Wunderbar. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Dann. So. Nope. Okay, hier ist auch nichts. So. Aua. Die Steuerung ist so komisch. Oh, oh, oh. Aua. Aua. Explosion. Okay, das war auch komisch. Was machen wir denn da? Okay. Ich setze hier eine Bombe. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Und weiter geht's. It lives. Das, was wir mit Isaac ja noch nicht geschafft haben. Also im Hardcore-Modus. Wow. Ja, ich weiß. Ich weiß, ist okay. Ich würde auch gerne in die Chest, weil die Chest ist halt immer wieder was Schönes, mit dem die Six. Immer wieder was Schönes. Au. Und, falsche Richtung, falsche Richtung. You unlocked Lost Baby. Okay. Okay. Dann sind wir jetzt in der Cathedral. Oh, die Cathedral. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Blöder Scheiß. Wir haben Goldpoop gefunden. Die Chance auf einen Judgment ist immer da. Aber ich glaube halt nicht, ob das jetzt so nötig gewesen wäre. So ein One-Up wäre mir da doch lieber gewesen. Hi War. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. So alleine meine ich jetzt. Sonst läufst du immer mit Famine rum. Aber hier
Hier kannst du nochmal du sein, ne? Wir sind schon schnell und haben Reichweite und alles, also. Das ist schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und ich bin hier raus. Au. Ich hätte einfach über die Steine fliegen sollen, aber nö. Daddy hat da keine Lust drauf. Das ist es mir Guppy wert? Ist es mir Guppy wert? Und ich weiß noch nicht mal, ob ich Guppy bekomme. Ja, ich habe es zwar benutzt, aber da hätte ich lieber Guppys Head und dann. Oh, aber. Huch. Ah, sorry. Ach. Einfach mal Daddy Longlegs hier hingesteckt. So und so und. Oh, ah, fuck off, you son of a bitch! Oh, sorry. Das ist nämlich schon eher der Spoonbender. Hemitimesis, das hat sich sogar geholfen. In diesem Fall, weil wir weniger Herzen haben, als wir bekommen haben im Endeffekt. Cool. Oh, schön. The Witcher 3. Spoonbender. Jetzt haben wir auch noch Homing Shots. Das ist neat. So. Bam, 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 bam. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Okay. The World. Ich bin mal so frech. Boah. Was ein Radius, oder Freunde? Hui. Nicht so flott, mein Kleiner. Mein kleiner Haas. So. Oh. Oh. Haben wir hier. Monstro 2. So. Fuck. Fuck. Nein! Monstro 2 ist immer nervig. Das hat. Ach, Scheiße. Das hat sich nicht geändert. Ich muss gleich auf jeden Fall aufpassen. Was passiert? Tears ist ab. Was war es hier? Pretty Fly, okay. Und The World. Okay, ich bin wenigstens richtig gegangen. Das macht mich glücklich. Probieren wir es mal. Ist ja nur Isaac, richtig? Okay, ich muss auf jeden Fall auf meinen Körper achten und nicht auf meinen Kopf. Und das ist tatsächlich schwerer als erwartet, weil der Kopf so riesig ist. So. So. Einfach mal. Ah, shoot. Aber ist nicht so tragisch. Gehen wir mal hier hoch. So, der Spoonbender erledigt schon so einiges. Dann
Ich habe meinen Körper gerade erstmal gesucht bei den ganzen Tränen. Yes! Oui, oui, mon Dieu. Gut. Gut, gut, gut. Ah, die Chest. Wir haben noch... Oh. Ja. So viel zur Chest. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja immer noch den Scheiß. Okay. Na. Ah. Mich juckt's gerade überall, das gibt's nicht. So. So. Wir können rerollen. Im Secret Room ist schon oft was gewesen. Dieses Mal nicht. Eine Bombe habe ich noch, die wird Verwendung finden. Hier, so, zack, dann haben wir einen Raum uns wenigstens gespart. Doppel Super Wrath. Das ist... Joa, es geht, ne? Oh. Wow, 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 wow. Gotta go fast! Faster, 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 faster. Oh je. Fragt nicht. Ich hab... noch eine Bombe. Und dafür kann man sie nicht verwenden. Okay. Dann nehmen wir uns doch den Spaß. Faster, 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 faster. Ende. Und diese netten Gegner, wo ich immer noch mich frage, ist das ein Bossgegner oder nicht? Okay. Okay, das dürfte ja eigentlich nicht zu schwer werden. Okay, so. Oh. Oh. Huch. Da bin ich voll reingelaufen, ne? So. Wah! Dick Move, Mann, dick Move. Ah. Ja, passiert. Wir haben aber... Ich mein... 3 Soul Hearts vorher aufgehoben. Und wir wurden jetzt erst 3-mal getroffen. Sind mit 3 Herzen oder 3,5 jetzt hier reingegangen. Wir dürfen also noch getroffen werden. Ist kein Problem. Wird gemacht. Ist vorbei. It's over. Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, mein Name ist Ed Wigmann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin. Ciao.